rüttelt seit einiger Zeit an den Grundfesten der katholischen Kirche wie kaum ein anderer und schon lange keiner mehr. Für die einen ist er ein Scharlatan und Ketzer, für die anderen der wahre Jünger Jesu Christi. Pfarrer Eugen Drewermann, begrüße ihn im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Drewermann, volle Vortragssäle auf der anderen Seite, grenzenloser Zuspruch von Katholiken, Protestanten, von Atheisten sogar. Auf der anderen Seite diese Angriffe als Volksverhetzer oder Demagoge, werden sie zum Teil sogar beschimpft. Wie lebt man damit? Ich glaube, die Kirche muss begreifen, dass es keinen Sinn mehr hat, bloß die eigenen Sprachspiele zu verwalten. Seit Jahr und Tag, seit 25 Jahren erlebe ich das immer wieder. Die Frage ist, ist das, was du tust und sagst, noch katholisch? Ich denke, es kommt darauf an, Dinge zu sagen und zu tun, die uns das Jahr 2010 gewinnen lassen. Dann haben wir über 8 Milliarden Menschen, davon drei Viertel im Elend. Wir haben verbrannte tropische Regenwälder. Wir haben ein Massenelend, eine zerstörte Umwelt. Wir haben lauter Probleme, auf die die Kirche entweder keine oder falsche Antworten gibt. Stattdessen verlangt sie, zu reden, wie sie in ihrem Katechismusschema gebietet, in der Sprache ungefähr des 6. nachchristlichen Jahrhunderts. In der Sprache können die Eltern ihren eigenen Kindern nicht mehr sagen, woran sie glauben. Die Leute gehen in Massen aus der Kirche weg. Und ich versuche seit Jahr und Tag als Priester die Sprache der Leute zu reden, von ihrer Not her zu denken. Und das fordert offensichtlich die Amtskirche heraus, die dauernd eine Wahrheit von oben nach unten und von der Tradition in die Gegenwart formuliert. Sie fordern da ja eine andere Interpretation auch der Bibel. Sie reden von der Menschlichkeit Jesu im wahrsten Sinne des Wortes. Sie reden davon, dass die beschriebenen Wunder Bilder zum Beispiel sind. Warum bringt denn das den Vatikan so auf die Palme? Hat ihn sogar nach dem Lehrverbot jetzt auch das Predigtverbot auferlegt oder und verboten. Mich vom Priesteramt suspendiert, ja, im letzten Monat. Zur Debatte steht, ob der Katholizismus, ob der Papst, die Bischöfe vor allem, gegen das Wissen der eigenen Theologen inzwischen einen brutalen Fundamentalismus bei der Auslegung der Bibel festmachen wollen. Man verlangt von den Gläubigen wirklich nichts anderes als die Erkenntnisse der Bibelwissenschaft im Verlauf der letzten 200 Jahre, die Kenntnisse von Biophysik, von allen möglichen naturwissenschaftlichen Zweigen zu verleugnen, damit die Bibel buchstäblich Recht hat. Also für den Paderborner Erzbischof Herrn Degener zum Beispiel, glaubt nicht an die Gottheit Christi, wer nicht glaubt, dass Jesus der Sohn biologisch einer Jungfrau ist. Glaubt nicht an die Auferstehung, wer nicht glaubt, dass das Grab leer ist, so wie die Tasse Kaffee, wenn Sie sie leer getrunken haben. Das Ganze treibt die jungen Leute, die nachdenklichen Menschen schon seit langem aus der Kirche weg. Und schlimmer genug, es raubt ihnen die Hoffnungen, aus denen sie leben könnten. So geht es einfach nicht mehr weiter. Das heißt, die Kirche bräuchte einen neuen Martin Luther. Einige sehen den in Ihnen, andere sagen, wir hatten vielleicht schon mal einen mit dem Vorgänger des jetzigen Papstes, der auf mysteriöse Art ums Leben gekommen ist, der aber im Ansatz schon gute Ideen hatten, sprich Zölibat, Geburtenregelung und so weiter. Wäre es heute anders in der katholischen Kirche oder wären Sie vielleicht nicht so laut, in Anführungsstrichen, wenn es heute noch einen Johannes Paul I. gäbe? Johannes Paul I. war ganz sicher vor allem Seelsorger und das ist eine entscheidende Verschiebung. Jede Reform in der Kirche wird, glaube ich, darin ihre Kraft gewinnen, dass man von den Anliegen der Menschen her mit Bezug auf das, was Jesus selbst getan hat, eine Veränderung in der Kirche will. Das bedeutet aber einen Umsturz des gesamten Denkapparates und also auch des gesamten Machtapparates. Da geht die Macht nicht mehr aus von den Bischöfen, sondern wesentlich von den Menschen. 99% in der Kirche sind die sogenannten Laien. Man kann die nicht einfach dazu verurteilen, bloß zuzuhören. In meinem Falle möchte ich, dass endlich zwischen Aufklärung und Vernunft auf der einen Seite und gläubigem Bewusstsein und Frömmigkeit auf der anderen Seite eine vernünftige Brücke geschlagen wird. Also ein Ende dieser Alternative. Entweder abergläubisch zu glauben oder überhaupt nicht zu glauben. Sie gehen von diesen Bildern weg, Herr Drewermann. Sie sagen, das muss realistischer, auch historisch aufgearbeitet gesehen werden. Wie sieht für Sie umgekehrt Gott aus? Umgekehrt. Ich sage, die historische Wörtlichnahme, die Veräußerlichung des Glaubens, führt in den Aberglauben rein. Man muss begreifen, dass die Bibel in Bildern redet, die als solche verpflichtend sind, weil sie geschichtliche Erfahrungen vermitteln. Die Frage, wie sieht die Kirche von morgen aus, müsste sie aussehen? Ich denke, sie müsste vor allem auf die seelischen Nöte eingehen, sie müsste ein ganzes Stück heilsamer sein, freiheitlicher, offener, problemorientierter. Sie müsste entdogmatisiert werden, indem das, woran sich hoffen und glauben lässt, aus Erfahrungen stammt, nicht aus fortierten Doktrinen. Und was sie im Sinne von Papst Johannes Paul I. brauchte, wäre eine Öffnung. Wir müssten tun, was Jesus selber tat, Geschichten erzählen von Gott, die die Menschen anrühren, aber nicht Wahrheiten lehramtlich verwalten und mit Macht garantieren.
die Kirche darf nicht länger die Partei sein, die als Einzige immer Recht hat. Das glaubt man nicht mehr. Herr Drebermann, ich bedanke mich für den Besuch, habe mich gefreut, Sie kennenzulernen und trotz allem ein schönes Osterfest. Dankeschön, Ihnen auch. Millionen Deutsche saßen gestern Morgen kurz vor halb